Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist Kakerlaken-Party-Zeit. Heute gibt es nichts Neues, sondern die Zusammenfassung von allen Telefonaten aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Hallo, Frau Günther. Ja. Oder Herr Günther. Was? Ich grüße Sie. Hier spricht Emmy Michele. Sie haben gerade auf unserer Bewerbungsplattform VitaIQ registriert, deswegen melde ich mich bei Ihnen. Mhm. Verstehen Sie ja, was ich meine? Ja. Ich bin Ihre Kontoberaterin und ich bin zuständig, Ihre Handelskonto erfolgreich zu aktivieren, ja? Mhm, okay. Okay, haben Sie Erfahrung in dieser Richtung oder ist das neue für Sie? Nee, das ist niegelnagelneu. Okay, das ist bei uns absolut kein Problem. Unsere hochqualifizierten Experten arbeiten für Sie und machen alle ganze harte Arbeit für Sie und damit können Sie zusätzliches Einkommen erwirtschaften, ja? Haben Sie alles verstanden oder haben Sie Fragen? Mir ist gut, wenn ich Butler kriege. Okay, also, Sie wissen, also, erster Schritt war Konto, also diese Registration, was Sie gerade gemacht haben, zweiter Schritt ist schon Aktivation, ja? Nach Aktivation, Sie bekommen einen Anruf von Ihrem hochqualifizierten Expert, welcher Plan für die Handelsstrategie und mit diesem Handelsstrategie, Sie können natürlich mehr und mehr Geld verdienen, ja? Also das heißt, Sie sind in guten Händen, ja? Herr Günther, 99% von unseren Kunden, welche mit Experten aufmerksam zugehört haben, sind sehr erfolgreich und Sie können auch Gleiches machen, ja? Okay. Haben Sie Fragen? Nee. Haben Sie nicht. Okay. Sie haben auch in Werbung gesehen, als minimalisches Startkapital, Sie brauchen 250 Euro und wir haben gar keine Provision davon. Aber wir sind Unternehmer und wir haben auch unsere Interesse, ja? Jetzt, was ist unsere Interesse? Das ist für Sie auch interessant, ja? Ja. Also unser Interesse ist Provision von Ihrer Profite. Das heißt, wenn Sie verdienen Geld, wir bekommen auch Geld, ja? Und damit haben wir gemeinsame Interesse. Also wir wollen mit Ihnen langfristig zusammenarbeiten und unser großes Interesse ist, Ihnen bei uns als Kunde langfristig bleiben, ja? Haben Sie Fragen? Nee. Okay. Herr Günther, welche Zahlungsmöglichkeit nutzen Sie per Online, womit Sie diese 250 Euro einzahlen können? Haben Sie Online-Banking oder haben Sie PayPal? Und ja, mit Bank, ja, habe ich. Also ist und, das hier denn so mit CFD oder wie funktioniert das? Ja. Also, dafür brauchen Sie gar keine Arbeit und gar keine Zeit. Ja, wir machen alle ganze harte Arbeit für Sie. Habe ich nicht verstanden, womit möchten Sie Geld einzahlen? Mit PayPal oder mit Online-Banking? Na, mit der Bank. Mit Bank, okay. Bei welcher Bank sind die Kunden? Die heißt, glaube ich, die Apfelkasse. Wie bitte? Die Apfelkasse. Okay. Und ja, jetzt sind Sie am Computer? Nee. Haben Sie Internetzugang? Okay. Also jetzt, ich sende Ihnen per E-Mail unsere Bankverbindung, ja, unsere Bankdaten und ich unterstütze Ihnen Schritt zu Schritt, ja, diese Überweisung zu tätigen, ja. Haben Sie weitere Fragen oder können wir schon aktivieren? Na, wo kommt denn eigentlich das Geld her, was man doch verdient? Wie bitte? Wo kommt denn die Kohle her, die man doch verdient? Also, was meinen Sie? Wie viel Prozent können Sie damit verdienen, oder? Na nee, wo das Geld herkommt, was man da verdient? Also, können Sie deutlich sagen, habe ich nicht verstanden. Na, habe ich doch gesagt. Wo kommt denn das Geld her, was man da verdienen kann? Also, Sie können Geld am Finanzmarkt verdienen, verstehen Sie, ja? Wenn Sie diese 250 Euro einzahlen, das ist die Reinvestition am Finanzmarkt, ja? Und Sie können mit Bitcoin handeln oder mit verschiedenen Kryptowährungen und mit verschiedenen Vermögenswerten, ja? Ja, und wo kommt die Kohle her denn? Also, weil irgendjemand muss ja, wo kommt denn das Geld her? Nach Aktivation, Sie bekommen von mir Zugangsdaten, womit Sie ins System einloggen können. Damit jeden Moment können Sie überprüfen, wie arbeitet Ihre Geld am Finanzmarkt und wie funktioniert alles, ja, und wie erfolgreich sind, ja? Jetzt, ich sende Ihnen unsere Bankdaten. Warten Sie bitte ganz kurz. Nur 30 Sekunden brauche ich dafür. Und ja, also unsere Bankkonto gehört Revolution Bank. Diese Bank gehört Litwa, ja. Weil das ist erste Bank in der Welt, welche mit Kryptowährungen gehandelt hat.
Und diese also Überweisung ist gebührenfrei, ja, und diese IBAN ist verbunden mit Finanzmarkt, ja. Jetzt, ich habe schon unsere Bankdaten gesendet. Loggen Sie sich bitte in Ihrem Posteingang und überprüfen Sie meine E-Mail. Ja, ich gehe mal gucken. Okay, machen Sie das ruhig. Also schalten Sie bitte Lautsprecher. Machen Sie das mit Handy, ja? Mhm. Okay. Genau. Also E-Mail ist von Amy Michele. Von was? Amy Michele. Okay. Amy Michele. Das ist so geschrieben. Mhm. Haben Sie gesehen? Meine nee. E-Mail? Nee. Also erneuern Sie bitte Ihren Posteingang. Guck mal. Welche Handy haben Sie? Na, ich habe hier eins mit so einer abgebissenen Traube. Fallobst. Also, können Sie Computer schalten? Oder haben Sie auch andere Möglichkeiten, womit Sie in Ihrem E-Mail einloggen können? Ja. Zum Beispiel Tablet oder weiß es nicht. Schalten Sie bitte das und loggen Sie sich bitte in Ihrem E-Mail-Adresse, ja? Weil wir werden telefonieren. Sie können nicht Internetanschluss nutzen, glaube ich. Wieso nicht? Also weiß es nicht, Sie haben meine E-Mail nicht gesehen, deswegen. Aber sowas gibt's doch ja nicht mehr, dass wenn man hier telefoniert, das E-Mail nicht geht. Das sowas ist doch schon seit 100 Jahren durch. Also ich glaube, dass Sie gleichzeitig nicht telefonieren und Internetanschluss nutzen können. Sowas das ist doch meine nicht Gedanken. Mehr. Wie bitte? Ich sage, sowas gibt's doch technisch auch nicht mehr, das ist doch abgeschaltet. Okay, das ist doch also kein analogen Anschluss mehr in Deutschland. Das ist doch also jetzt weg. Ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse. G wie Gustav, U wie Ulrich, E wie Emil, N wie Nordpol, T wie Theodor, H wie Heinrich, E wie Emil, R wie Richard, Punktzeichen, R wie Richard, E wie Emil, G wie Gustav, I wie Ida, N wie Nordpol, A wie Anton, Ed-Zeichen, M wie Martha, D wie Dora, zweimal C wie Cäsar, F wie Friedrich, U wie Udo, N wie Nordpol, Punkt.de. Ist das korrekt? Ja. Ja, also ich habe unter diese E-Mail-Adresse unsere Bankdaten gesendet. Haben Sie das nicht gefunden? Nee, noch nicht. Noch nicht. Deswegen, also loggen Sie sich bitte in Ihrem E-Mail mit anderen also Möglichkeit, ja, zum Beispiel mit Tablet oder mit Rechner. Na, aber meine E-Mails kommen immer an. Ich habe welche gekriegt. Also haben Sie gerade Ihr also Handy-Internet? Ja. Ja, deswegen, also wenn Sie zum Beispiel Android haben, das ist unmöglich, dass Sie gleichzeitig telefonieren. Das ist ja Quatsch. Ich weiß ja nicht, in welchem Sitembuch du da sie leben da, aber was gibt's hier in Deutschland schon seit vielen Jahren? Also jetzt, ich lebe gerade in Berlin, ja, und jeden Tag ich arbeite mit 100 verschiedenen Kunden. Ja, jetzt ich sende diese E-Mail nochmal. Ja. Das ist für mich kein Problem, absolut kein Problem. Warten Sie bitte ganz kurz. Mhm. Bleiben Sie an der Leitung, sende ich Ihnen das nochmal. Warten Sie bitte. Okay, habe ich gesendet. Das dauert nur ein paar Sekunden. Dann gucke ich nochmal nach. Okay, also E-Mail ist von Amy Michele. Amy Michele. Mhm. Das habe ich zweimal gesendet. Ist das schon da? Jetzt ist was gekommen, muss ich mal gucken. Okay. Aber steht es, dass der Absender nicht vertrauenswürdig ist und dass hier bereits Betrug gemeldet wurde? Was meinen Sie damit? Das ist ganz normale, also nee, Google Mail. Mein also mit sagt, unserer Unternehmen. Also, was meinen Sie? Also das ist das in Spam geworden? Ist das in Spam geworden? Nee. Da steht dran, dass die E-Mail-Adresse von einem nicht vertrauenswürdigen Sender kommt und dass hier schon einige Betrugsfälle vorliegen. Nein, das ist Fehler. Nee, das steht da. Also Sie haben diese E-Mail von unserer Unternehmer erstmal bekommen und deswegen, das ist also eine Warnung, ja? Eine Warnung, ja, von meinem Handy. Ja. Da steht, dass das Betrug ist. Okay, also jeden Tag ich arbeite mit diesem E-Mail mit meinen Kunden und Sie sind erster Kunde, welcher das gesagt hat. Also das ist Ihre persönliche E-Mail oder diese E-Mail gehört Ihrem Büro oder weiß es nicht? Ja, das ist von meiner Firma.
Ach so, okay. Haben Sie Wieso auch können andere sowas E-Mail? Eltern? Haben Sie auch andere E-Mail? Na, wieso? Na, ich sag mal, eine Betrugs-E-Mail reicht doch schön. Ich brauche doch nicht auf dem anderen Postfach noch mehr Müll. Wie bitte, habe ich nicht verstanden, nochmal? Ja, ich sag halt, da ein Postfach reicht doch. Ja. Hab ich doch gekriegt. Aber steht ja Betrug drin. Ja, aber warum steht das, weiß nicht verstanden. Jeden Tag ich arbeite mit diesem E-Mail. Ja, Seit aber 3 Jahren. das ein paar Jahre ist ja schon mal Quatsch, weil die Domain, die ist ja keine paar Jahre alt, die ist ja bis ein paar Monate alt. Nein, also diese Ja, E-Mail habe ich seit 3 Jahren. genau, richtig, das haben Sie schon gut gesagt. Ja. Keine 3 Jahre. Drei Also. Monate ist schon, kommt schon hin. Wie bitte? Ich sage, 3 Monate kommt schon hin, aber keine 3 Jahre, so lange existiert die Domain-Endung gar nicht. Das ist Nein, Quatsch. also das ist Lüge. Also wo haben Sie Nee. das gesehen? Wo haben Sie das gesehen? Das ist Na, unlogisch. ich hab ihre Domain geprüft. Wer bitte? Ich sage, ich hab ihre Domain geprüft. Ihre Webseite Ach ist so. noch ja nicht so alt. Also, Also sie möchten Sie das existieren gar machen keine oder drei machen Sie Jahre. damit Spaß? Also möchten Nee, Sie das das ist machen kein oder machen Spaß. Sie Das damit ist Betrug, Spaß? was sie machen. Das ist Was ist illegal. Betrug? Was ist Ja. Betrug? Was ist illegal? Sie haben selbst registriert. Also, ich Was wünsche ist Ihnen, dass Sie illegal? Warum irgendwann ganz haben schnell in Sie den Knast kommen mit dem, was Sie da machen. registriert, wenn Sie denken, dass es illegal ist? Ja, konnte ich ja Warum vorher nicht wissen. Das haben habe ich Sie ja jetzt erst gesehen, registriert? dass Sie illegal nicht Das ist anrufen. unlogisch, ja? Nee, das ist ja nicht unlogisch. Vorher weiß man ja gar nicht, wer da anruft. Ist ja so eine Also, Betrugswerbung. Sie haben unsere E-Mail erstmal Ja, aber ich habe Ihre Domain bekommen geprüft. und Und es Ihre Domain ist und keine 3 Jahre alt. Damit merke ich ja schon mal, dass Sie mich hier anlügen. Sie können das nicht Doch, überprüfen. das kann man überprüfen. Das kann man Nein, gucken, wann nein, der Sie können. Registrar die angemeldet hat. Nein, nein, Natürlich nein, kann man das gucken. Sie können das nicht Natürlich, überprüfen. da brauchst du doch bloß auf der Okay, denix.de oder auf senden Sie denix.com. mir diese Link unter meine E-Mail-Adresse, ja? Oder machen Sie einen Ich Screenshot? werde Sie bestimmt Machen Sie nicht bitte einen per... Screenshot, dass es Spam oder Betrug-Mail ist. Ich brauche Ihnen Ihren eigenen Betrug nicht beweisen. Sie wissen Senden selbst, Sie dass Sie mir diese lügen. Sie E-Mail. arbeiten Senden doch Sie mir keine 3 Jahre diese in der E-Mail. Firma. Und in Berlin Und sitzen Sie auch nicht. Ihre Telefonnummer ist gespooft. können Sie Außerdem ist Ihre Telefonnummer nicht mal zurückrufbar. Sie können zurückrufen, das ist Nee, kein kann man nicht. Problem. Jetzt ich lege auf und Sie Ihre, können ja, nee, zurückrufen. ja, habe ich gerade Jetzt schon ich probiert. Ich lege habe hier auf eine und Sie können Telefonanlage und zurück. kann nebenbei anrufen. Ihre Also, Telefonnummer Sie müssen existiert das nicht. nicht machen und ich glaube, dass Sie gerade nur Spaß machen Nee, und das ist mein kein Zeit Spaß. kostet Geld. Das Ja, ist kein mein Zeit Spaß. kostet Wie gesagt, Geld. ich weiß ja nicht, in welchem Okay, Timbuktu machen Sie Sie leben, einen dass Sie das Screenshot. technisch nicht Machen Sie nachvollziehen einen können, aber Screenshot, dass ja, ich brauche Ihnen unsere doch Ihren Mail eigenen Betrug ist nicht beweisen. Betrügersmail Ich und brauche okay, kein Ihnen Thema. Ihren eigenen Betrug nicht beweisen. Sie wissen selbst, dass Sie Betrügerin sind. Ihre Firma ist keine Sie sind 3 Jahre alt. unhöflich. Sie Das sind ist Quatsch. Und die unhöflich. Domain, die Sie gibt sind es auch seit 3 Monaten. Das unhöflich. haben Sie ja auch Also selber warum? schon gesagt. Und dann labern Sie mir die ganze Zeit ins Wort. Sie Und sind dann ist noch Ihre unhöflich. Telefonnummer auch ja nicht zurückrufbar. Das heißt. Ja, bitte. Schönen guten Tag. Mein Name ist Emilie. Ich hätte gern mit Herrn Kunz sprechen. Schönen guten Tag noch einmal. Ich rufe Sie wegen Ihrer Registrierung bei uns. Aha. Okay, sagen Sie bitte, haben Sie schon früher gehandelt oder noch nicht? Nee. Okay, dann ich erkläre Sie erstmal, worum das geht und wie das funktioniert, okay? Gut, da Sie keine Erfahrung haben, es gibt bei uns die Möglichkeit, mit einem Finanzexperten zu arbeiten. Ja, in diesem Fall, für Sie wird eine Handelsstrategie vorbereitet und Sie werden immer Bescheid wissen, welche Aktiven sind profitabel zurzeit auf dem Finanzmarkt. Und in welche Aktiven sollten Sie Geld investieren? Und darf ich Sie noch fragen, wie alt sind Sie? Wieso wollen Sie denn das wissen? Wie bitte? Wieso wollen Sie das denn wissen? Wie alt sind Sie? Ja, wieso wollen Sie das denn wissen? Wir Wozu arbeiten brauchen nur Sie? mit Volljährigen, deswegen muss ich schon am Anfang Bescheid wissen, ob es einen Sinn gibt, weiter mit Ihnen zu sprechen. Ja, ich bin volljährig. Und wie alt sind Sie? Ja, da ändert ja jetzt die Datumsangabe nichts dran an der Volljährigkeit. Gut. Okay, aber Sie sollten verstehen, wenn Sie zum Beispiel ein Konto auf dem Finanzmarkt erstellen wollen, soll erstmal für Sie Verifikation durchgeführt sein. Mit einem Ausweis und mit Ihren persönlichen Daten.
Genau, das kann man ja dann machen. Okay. Und nun? Was muss ich jetzt machen? Wollen Sie jetzt Ihr Handelskonto aktivieren? Na, ich dachte, deswegen rufen Sie doch an. Okay, mit welchem Betrag wollen Sie erstmal anfangen? Ja, ich dachte so erstmal an 25 Euro. Okay, welche Zahlungsmethoden nutzen Sie? Was meinen Sie? Haben Sie Visa, Mastercard oder nutzen Sie Online-Banking? Ja, das ist alles vorhanden. Gut, wollen Sie Ihr Handelskonto mit Visa oder mit Mastercard aktivieren? Weiß ich nicht, was ist denn da der Unterschied? Gibt's keine, ich frage nur. Ach so. Ja, weiß ich nicht, nehme ich die Visa-Karte. Okay. Okay, bei mir steht noch Ihre E-Mail-Adresse, herr.kunz@mdccfund.de. Ist das korrekt? Mhm. Okay, dann ich schicke jetzt Ihnen einen Link und mit dem können wir für Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Ach so, warum habe ich denn den nicht automatisch nach meiner Registrierung zugeschickt bekommen? Also, Sie können mal prüfen beim Posteingang, vielleicht haben Sie schon gekriegt. Wenn nein, ich kann das für Sie auch nochmal schicken. Nee, ist noch nichts da. Hallo? Ja, ich bin dran. Jetzt vorbereite ich alles für Sie, ein E-Mail. Augenblick bitte. Okay, Herr Kunz, sagen würde, mit welchen Aktiven wollen Sie noch handeln? Da soll es Kryptoaktien, Rohstoffen sein. Ja, weiß ich nicht, mit was macht es denn da Sinn? Spielt das für Sie keine Rolle, oder? Nee, ich habe ja davon keine Ahnung. Okay, dann ich werde das auf solche Weise bei mir notieren. Mhm. Okay, dann rufen Sie bitte jetzt Ihr Posteingang. Sollten Sie von mir jetzt ein E-Mail bekommen. Ja, dann gucke ich da mal nach. Haben Sie schon bekommen, oder? Nee, ist noch nichts da. Okay, dann prüfen Sie bitte noch Spam-Ordner. Ich habe für Sie einen Link geschickt, kann sein. Kann dieser E-Mail einfach beim Spam-Ordner für Sie sein? Also soll ich da mal in den Spam-Ordner gucken? Da steht, bei dem Absender handelt es sich um Finanzbetrug. Wie bitte? Da steht bei dem Absender dran, bei dem Absender handelt es sich um Finanzbetrug und man soll die E-Mail nicht aufmachen. Ach, wo steht das? Hier in meinem E-Mail-Postfach. Steht einfach was. Von wem ist diese E-Mail? Na, von Ihnen. Welche E-Mail-Adresse steht da? Ja, kann ich ja nicht öffnen. Da steht, ich soll es nicht aufmachen. Wenn Sie ein E-Mail aufmachen, steht einfach weiter nichts. Na doch, bei mir steht da, dass ich die E-Mail nicht öffnen soll, weil es sich da um Finanzbetrug handelt. Okay, Sie sollten verstehen, wenn Sie einfach ein E-Mail öffnen und darauf nicht klicken, passiert einfach nichts weiter. Na doch, ist ja im Spam-Ordner bei mir. Ist im Spam-Ordner, da ich für Sie einfach Link geschickt habe. Und wenn das zu unbekannte E-Mail-Adresse geht, befindet sich immer im Spam-Ordner. Da ja, ist aber einfach da ein E-Mail, der... Ja, ist ja richtig. Ja, erstmal ist das falsch, weil nicht jede E-Mail kommt im Spam-Ordner an. Und dann ist ja, ja wie gesagt, die E-Mail ist ja da, aber da steht, ich soll nicht draufklicken. Okay. Kann man das nicht ganz normal auf Ihrer Webseite eintragen? Sehen Sie einfach E-Mail-Adresse. Nee, kann man das nicht auf Ihrer Webseite eintragen? Okay, Sie wollen mir einfach sagen, da steht bei Ihnen beim Spam unter alles ist Finanzbetrug, klicken Sie nicht an und Sie sehen gar nicht nur diese... Na, ich könnte das aufmachen, aber wenn da steht, das ist Betrug, dann mache ich doch die E-Mail nicht auf. Okay. Ja. Kann man das nicht ganz normal seriös bei Ihnen auf der Webseite machen? Wir haben sich registriert, Sie sollten dann weitergeleitet sein und Sie können einfach auf Website alles tätigen. Und wozu brauche ich dann den Link? Ja, hallo. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Hartmut? Nee, das ist mein Vorname. Ja, das ist Ihr Vorname, richtig. Sie haben ganz recht. Ich spreche mit Hugo Hoffmann von Trader CryptoX. Sie haben bei uns Anmeldung gemacht mit einer Werbung, mit All Profit. Ist das korrekt, ja?
Ja, Entschuldigung, bitte nochmal. Ja, kann sein. Was möchten Sie denn? Also, ich möchte nicht, sondern was möchten Sie? Genau, ich frage Ihnen, weil Sie haben bei uns Anmeldung gemacht mit einer Werbung mit Oliprofit. Deswegen, ja, wir haben zu tun, auf diese Weise, wir sind gerne zuständig mit Ihnen Zusammenarbeit. Ja, das sieht aus, Sie haben Interesse mit Oliprofit zum Handel, oder? Ja, was möchten Sie da jetzt? Also ich würde gerne wissen, Herr Hartmund, wenn Sie Ihr Konto aktivieren möchten, damit wir sind dabei zuständig, Ihnen zu helfen. Mhm. Und wobei wollen Sie denn da helfen? Also, wo eine Werbung ausgefüllt mit Oilprofit, schauen Sie das, das ist genau unsere Hauptplattform, womit Sie können handeln, ja? Also damit weitergeleitet, also Sie sind weitergeleitet auf Trader CryptoX, womit Oilprofit handeln können. Aber wir haben auch verschiedene Finanzprodukte. Mhm. Genau, also deswegen, ich bin gerne jetzt mit Ihnen zusammen Ihr Konto aktivieren. Die Gebühren, es ist 250 Euro. Und natürlich dann, wenn Sie Konto aktivieren, Sie können ab sofort Handel anfangen. Aha. Meinen Sie? Genau, also die 250 Euro normalerweise ist dann Gebühren mit Ihrem Konto, aber Sie kriegen als neue Kunde bei uns als Angebot genau dabei mit dieser Summe auch Handel anfangen, ja? Also weiter handeln. Sie haben immer noch nicht den Grund Ihres Anrufs. Entschuldigung, ich habe nicht gut verstanden. Der Grund, bitte nochmal. Ja, ich verstehe den Grund Ihres Anrufes noch nicht so ganz. Also, Sie haben mit Oilprofit eine Werbung beworben. Nee, die habe ich nicht beworben, die habe ich angeklickt. Sie haben eingeklickt, aber weiß nicht, Sie haben, also Entschuldigung, wenn Sie meinen, das eingeklickt oder was war genau, das ist nicht unsere Sache, ja? Also sozusagen unsere Schuld, weil bei uns gekommen als eher Interesse auf unsere Plattform mit Onlinehandel. Wenn Sie geklickt, dass wir finden, das ist gut. Ja, also damit wir finden, das ist also interessant mit Ihnen zusammen. Und Herr Hartmut, ich würde gerne dabei zuerst zu fragen. Sie sieht aus seriöser Mann, damit wir haben die richtige Geschäfte für weiterentwickeln. Und deswegen natürlich, ich würde gerne zu hören, wenn Sie was Fragen haben. Zuerstens, danach natürlich, es soll grundsätzlich sein, ja, ehrlich. Und damit finde ich, Sie haben eine gute Entscheidung bekommen. Sie haben vielleicht, ich finde, dass ich akzeptiere, dass Sie vielleicht das nicht genauso, Sie wollten das bei uns anmelden, sondern einfach angeklickt und automatisch weitergeleitet. Das ist schon klar. Aber auf diese Weise, ich würde gerne zu dieser Erklärung auf diese mit uns Handelsprozess und natürlich, das ist interessant, finde ich, wenn Sie keine Erfahrung haben. Mhm. Also, wie sieht aus? Haben Sie keine Erfahrung mit Onlinehandel, oder? No, doch, doch. Haben Sie gute Erfahrung oder schlechte Erfahrung? Neutrale. Genau, beide. Sie haben die beide, nee, Erfahrung. Nee, neutral. Also, alles klar. Ich habe das nicht verstanden. So, genau, also ich würde jetzt gerne Ihnen zuerstens begleiten auf unserer Plattform, wenn Sie bereit sind. Arbeiten Sie mit Computer oder womit arbeiten Sie? Ja, wozu brauche ich Sie da jetzt genau? Also damit wir können weitergehen, ja, also wenn Sie Interesse haben mit uns Zusammenarbeit mit Ihrem Produkt, also wenn Sie interessiert, wenn Sie richtig Interesse haben, mit Geld zu verdienen, ja, also das ist genau tägliche Einkommen, was wir ermitteln Sie. Sie können das Geld täglich profitieren. Ja, aber ich habe den Grund Ihres Anrufs irgendwie noch nicht verstanden. Und nun? Also, hallo, ja, hallo, hören Sie mich? Mhm. Also, sagen Sie mir bitte, welchen Grund haben Sie nicht verstanden? Ich habe das vielmals wiederholt. Ja, den Grund von Ihrem Anruf habe ich noch nicht so richtig verstanden. Also,
Haben Sie das Grund nicht verstanden? Also, was haben Sie verstanden? Hier, sagen Sie mir bitte. Ja, ich habe den Grund Ihres Anrufs nicht verstanden. Ich habe das Grund schon Ihnen mit erklärt, ja? Ich habe ja, schon das erzählt. Dann habe ich es nicht verstanden. Genau was, sagen Sie mir bitte. Naja, alles, warum Sie anrufen. Ich habe den Grund nicht verstanden Ihres Anrufs. Ich rufe Sie an, weil Sie haben bei uns angemeldet. Sie haben bei uns eine Werbung ausgefüllt, ein Formular auf welcher Seite. Und bei mir ist, ich sehe das mit Oil Profit. Sie haben eine Werbung ausgefüllt, ja? Das ist Oil Profit. Mhm. Und deswegen sage ich Ihnen, mit Oil Profit haben bei uns beworben. Wir sind eine Hauptplattform, womit wir können mit Oil handeln. Mhm. Wir sind eine Handelsplattform, Trader CryptoX. Und ich zeige Ihnen, dass Herr Hartmut, dass Sie bei uns angemeldet, richtig? Und damit Sie werden Bescheid wissen. Mhm. Ja, also Sie haben die eigenes Kontonummer, was Sie schon gekriegt von unserer Seite beim Anmeldung. Und damit es wäre für Sie klar Sie verstehen ja, wieso das eine Anruf von unserer Seite kriegen. Natürlich, haben Sie mir jetzt verstanden? Ich habe Sie verstanden, aber nicht den Grund des Anrufs verstanden. Also ich erzähle Ihnen weiter, Herr Hartmut, wir anbieten Sie solche Mitteilungen als Onlinehandel. Das ist ein zusätzliches Einkommen. Also zusätzliches Einkommen, damit wir würden gerne Ihnen mitteilen, unsere Angebote, Zusammenarbeit auf unserer Plattform, damit Sie können Geld verdienen. Natürlich, das verstehen Sie, ja? Das verstehe ich, ja. Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, warum Sie da gleich anrufen. Ich habe mich ja nur angemeldet. Sie haben eine E-Mail. Ja, sowas habe ich, ja. Hm. Genau, aber... warum jetzt ich Sie anrufen, das ist genau, ich sehe auf meinem System, dass Sie bei uns angemeldet. Also vor einiger Zeit, vor einer Minute oder so genau, ja. Also Sie haben vorher bei uns Anmeldung gemacht. Sie waren auf unserer Plattform, Sie sind jetzt nicht, aber wir bekommen ein Signal, wenn jemand... als Besucher auf unsere Plattform mit einer Werbung. Also dann, ich sage Ihnen, ich habe gute Angebot sozusagen, gute also Mitteilung. Wenn Sie jetzt mir folgen, dass Sie natürlich am Ende Sie verstehen, warum bei uns, warum Sie anrufen, warum Sie bekommen einen Anruf von unserer Seite. Mhm. Ist das klar? Nö, das ist noch nicht so richtig klar, aber erzähl mal weiter. Okay, jetzt arbeiten Sie mit Handy, Herr Hartmut. Nee. Womit arbeiten Sie? Mit meinen Händen. Also mit Ihrem Handy, ja? Nee, mit meinen Händen. Alles klar, ich meine ein Gerät, womit Sie können einloggen auf unsere Plattform. Okay. Damit ich kann... Computer. Über Ihren Computer können Sie das einschalten, oder? Mhm. Okay, schalten Sie bitte Ihren Computer ein. Mhm. Also dann auf Ihr E-Mail. Ich mitteile Ihnen eine Link, ja? Aha. Und dort Sie können einloggen. Was ist das für ein Link? Also das Link von unserer Plattform. Na, ich dachte, ich war da schon. Also was meinen Sie bitte? Na, ich dachte, ich war da schon. Wenn ich mich... Ja. Haben Sie schon Link von unserer Seite? Wie heißt denn Trader? Seite? Trader CryptoX. Ich geh mal gucken, Moment. Also, haben Sie es gefunden? Haben Sie dabei? Also, einen Link? Ich habe mir erstmal einen Eiskaffee mit Schaum geholt. Schauen Sie das, ich schicke jetzt, wir können einen Link, jetzt gerade einen Link, ja? Für Sie.
Ich gucke jetzt erstmal, wie die Webseite, wie heißt die? Also Trader CryptoX, ich schicke einen fertiges Link, damit Sie können nichts raussuchen und solche soweit, ja? Ich schicke die fertiges Link. Also, wie weit sind Sie bitte, wenn ich fragen darf? Wie meinen Sie? Also, gerade Sie haben mir gesagt, Sie suchen einen Link oder von unserer Seite, von Trader CryptoX. Haben Sie es gefunden? Nee. Ich kann mal googeln, Trader CryptoX. Also, ja, aber auf der Google ist es schwierig, jetzt Sie bekommen ein fertiges Link, ja? Ja, ich schicke das per. Das ist so eine blaue Seite. Also ich bin da, jetzt sind Sie schon auf unserer Plattform. Mhm. Genau, jetzt dort Sie bekommen eine Login oder ein Login, eine Taste. Von Trader Crypto. Ich dachte, ich hätte das schon. Ja, sind Sie schon eingeloggt oder was meinen Sie? Ich dachte, ich hatte da ein Login, haben Sie doch erzählt oder nicht? Auf Login. Ja. Und dann? Dann, also dann bekommen Sie als E-Mail Ihre E-Mail, womit bei uns angemeldet. Ja, also haben Sie aktives E-Mail? Also ich bekomme und eine E-Mail mit meiner E-Mail-Adresse. Also nein, dort Sie können beim Anmeldung als E-Mail, Sie können als Benutzername E-Mail eingeben. Können Sie das? Ja, welche habe ich denn da drin? Also, okay. Herr Hartmut, jetzt die Verbindung ist schwach. Ich versuche es erneut anrufen. Bleiben Sie kurz am Leitung, okay? Ich höre Sie doch gut. Ja, ja, aber von meiner Seite es kommt nicht gut, ja? Bei mir ist gut. Ja, bei dir ist gut, bei mir ist nicht gut. Ich versuche es von meiner Seite nochmal anrufen. Ja, hallo. Hallo, Aurelie, ich habe hier Knusprig. Knusprig. Hier. Lorio Ries? Ja, Knusprig. Aha, Knusprig. Okay. Schön, das freut mich, Sie zu hören. So, mein Name ist Nick Wago aus dem TTT. Wie bitte? Wie war der Name? So, ich bin Nick Wago. Aus dem Unternehmen Definitere. So, Sie haben sich bei uns eine Anfrage hinterlassen, so bei dem Plattform Bitcoin System Germany, korrekt? Weiß ich nicht. Sie wissen nicht. Okay, gut. So, wegen das bin ich als Ihr Personalmanager, Account Manager, ja. Haben Sie auch jemanden, der vernünftig Deutsch sprechen kann, ohne abzulesen? Wie bitte? Haben Sie auch jemanden, der vernünftig Deutsch sprechen kann, ohne abzulesen? Also, ich bin der Deutsche, also ich kann Deutsch sprechen, so kein nee, Problem. Aber das ist nicht gutes Deutsch. Sie verstehen ja auch kaum was. Haben Sie da jemanden, der besser Deutsch sprechen kann? Ich bin nicht sicher, so ich rufe Sie aus dem London an, so deswegen bin ich der einzige Deutsche hier, ja? So, du bist in ja der nicht Zeit. Deutsch. Aber hier Knusprig. So, das ist kein Problem. So, ich werde Sie ein bisschen erklären, ja, was Sie gemacht haben. So, vor allem, Sie haben sich kürzlich auf das Plattform zum passiven Einkommen angemeldet, ja? Ich würde als Ihr persönlicher Kundenberater ernannt worden und ich möchte Sie ein paar Fragen stellen. Mhm. Wer hat Sie denn dazu ernannt? Kundenberater. Ja, und wer hat Sie dazu ernannt? Meine Leitung, wenn Sie sich an das Plattform angemeldet haben, ja. So, das stimmt. So, und um besser zu verstehen, so wie Ihr Konto effizient so möglich zu personalisieren, ja, ich muss ein paar Fragen stellen, okay? Geht das? Nee. Nee, okay, gut. Dann werde ich sehr kurz anfassen, ja? So, ich werde das System klären. So, im Gegensatz zum traditionellen Handel, ja? Das ist sehr wichtig. So, verwenden wir eine Software, die schneller die Höhen und Tiefen auf dem Aktienmarkt reagiert, um Ihr Kapital zu multiplizieren. Darum treten Sie mit Robotern, mit unseren Analysten,
sondern der Börse und vermehren ihr Kapital. Gefällt Glauben das viele Leute? Aber natürlich, ja, das stimmt, so arbeiten wir. So, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, was wichtig ist. So, schützen wir sie von Verlusten. So, wenn sie zum Beispiel etwas verlieren können, ja, so können wir ihr Kapital schützen. Ich habe aber mal eine andere Frage. Beispiel, wenn Sie sagen, Sie rufen aus England an, warum rufen Sie dann eigentlich aus den Niederlanden aus an? Ich benutze IP-Telefonie, so ja, in der EU. Ist ja, aber wichtig. Ja, aber es ist ja verboten, dann von einem anderen Standort aus anzurufen. Es muss ja die Nummer im Display sein von dem, der mich auch angerufen hat. Und nicht eine andere Landesnummer. Bei wem ist es verboten? Ja, in Deutschland ist das verboten. Mit einer niederländischen Rufnummer aus England anzurufen. So, Herr Knusprig, ja? Mhm. Es ist wichtig, ja, um Sie zu wissen, wir sind ein britisches Unternehmen. Wir sind nicht in Deutschland, ja? Ja, aber so, gerade hast du gesagt, du bist in England. Wir telefonieren. Ja, ich rufe Sie aus dem London an, ja? Nee. So, wir telefonieren in verschiedene Länder der Welt, ja? Wir nutzen die IP-Telefonie. Yes, ja, es gibt ja auch nichts anderes mehr als IP-Telefonie. Also, Analogtelefonie gibt es gar nicht mehr. Höchstens noch Satellitentelefonie, aber das nutzt ja keine Sau. So, also alles Quatsch. So, das ist IP-Telefonie. Wenn Habt ihr jetzt auch jemanden, der vernünftig Deutsch sprechen kann? Weil das ist ja wirklich furchtbar. Das versteht doch keine Sau. Ich verstehe Sie nicht. So, Sie ja, richtig, gesagt, ganz genau. Deswegen hätte ich auch gerne Mitarbeiter, der vernünftig sprechen kann. Ich verstehe Sie ausgezeichnet. Man kann ja auch vielleicht auch mal ein bisschen zuhören. So, Sie sagen, dass ich Quatsch sage, aber dann verstehst du ja überhaupt gar nicht, was ich sage, wenn du die ganze Zeit einfach nur dazwischen quatschst. Weißt du, du kannst auch einfach mal die Luft anhalten. Sie müssen nur verstehen, ja, nur eine Sache verstehen, ja, dass wir telefonieren in verschiedenen Ländern der Welt, ja. Deswegen müssen wir die IP-Telefonie als Möglichkeit für Sie zu tun. Ja, aber wenn Sie eine bestimmte Nummer von unterhalten möchten, ja, das kann ja auch gar nicht verstehen, was du da die ganze Zeit erzählst. Das gibt ja auch gar keinen Sinn. Das ist ja alles nur Blödsinn, was es davon gibt. Das ist ja alles falsch. Das ist einfach alles ausgedacht. Mehr ist es nicht. Was nicht? Was nicht? Was genau? Vielleicht fragen Sie mir nicht immer ein Wort dazwischen, dann würden Sie es auch wissen. So, Sie sagen die Sachen, ja, so, diese Sachen sind nicht korrekt, doch, ja, weil... Doch, weil wir... Doch, so, vielleicht, so... Krimineller Betrüger. Ich bin in Deutschland geboren, dann könntest du wenigstens auch ein Wort Deutsch, aber das ist bei dir ja nur Kackerlake. So, ich spreche gut ausgezeichnet. Nee. Ich habe C2, ich wurde in Deutsch geboren. Du kannst ja gar kein Deutsch. Du kannst ja nicht mal darauf reagieren, wenn du das erzählst. Warum denken Sie so? Das ist doch der Arsch, was du da machst. Ich spreche ausgezeichnet Deutsch, ich bin der Deutsche, ich bin in Deutschland geboren, das ja, und jetzt nicht. Bin ich in Quatsch. London, ja. Du bist nicht in Deutschland geboren, auf keinen Fall. Das ist Und wo bin ich geboren? Ja. Wo bin ich geboren? Irgendwo im Wenn Ausland, ich... aber nicht in Deutschland. Ausland. Aber Deutschland ist es auch ein Ausland, ja, und ich ja, bin ich in denke, Deutschland das... geboren. Nee, du bist nicht in Deutschland geboren. Ich denke eher Albanien oder sowas. Albanien, das ist Quatsch, wirklich Quatsch, aber ich bin nicht sicher. Ist Albanien in EU oder was? Albanien ist in EU oder was? Ich verstehe nicht. So. Albanien, vielleicht Irak, Iran. Ich habe ja schon bereits gesagt, dass da bei dir nichts Sinnvolles vorkommt. Du erzählst ja die ganze Zeit nur Blödsinn. Interessant, du kannst ja noch gerne ein bisschen weiter deine Zeit verschwenden. Wir haben ja jetzt schon fast die Minute rum, aber du erzählst ja die ganze Zeit wirklich nur Blödsinn, wo nichts Sinnvolles bei rauskommt. Ah. Sie sagen die ganze Quatsch, ja? Nee, so, ich bin in Deutschland geboren, ja? So, ich spreche mit... Das ist doch lächerlich, da sollen Sie das glauben. Du sprichst doch nicht mal ansatzweise irgendwie vernünftig Deutsch. Man das ist doch nur Quatsch, was da von dir kommt. Ich verstehe einfach nicht, dass Menschen diesen Quatsch glauben, weil mit dem Akzent bist du definitiv auf keinen Fall in Deutschland geboren und du hast mit dem Akzent auch garantiert noch nicht in Deutschland gelebt. Albanischen Akzent. Mhm. Aber das gefällt mir. Ja, Albanien, ja. Aber keine Albanien. Albanien da bist du ja ist auch geboren. Du bist ja Albanier. Albanien? Mhm. So. Definitiv. Und in Albanien wohnen schwarze Leute? Nee, weiße Leute? Ich weiß nicht. Ich, da sind Betrüger. Ich in Albanien Jede nicht. Menge Betrüger kommen von da. So wie ich. Betrüger. Und ja, was ist das Betrüger? Können Sie mir bitte die Definition dieses Wortes sagen? Ja, ich dachte, du kannst gutes Deutsch. Kannst du jetzt doch nicht, oder was?
dachte, du kannst perfekt Deutsch, hast du doch gerade erzählt. Aber das ist ja nur Quatsch, was dabei rauskommt. Ich bin weil ich in Deutschland geboren war. Aber sehen Sie, ich kann nur sprechen. Ja, ich weiß, das Wort betrügen nicht. Ja, Sie sagen schlechte Worte, ja, und man muss verstehen, dass dieses Wort wurde registriert. Das ist doch nur Quatsch und peinlich. Weiß ich nicht, kannst du dir überhaupt noch auf den Spiegel gucken, wenn du den ganzen Tag so eine Scheiße davon dir gibst? Ja, ich meine, du verplemperst ja auch im Grunde genommen nur deine Zeit. Das ist ja komplett hirnlos. Sie sagen solche Sachen, ja, und diese Sachen sind so blöd, ja, so. Ja, ja, blöd bist du, weil bei dir kommt ja nichts hinzu. Das ist Quatsch, das ist Quatsch. Mach mal dein Gesicht zu, weil du sagst, man muss nicht Enger sein, ja. Ja, ja, ja. Man muss nicht Enger sein, ja. Ja, aber du bist ja auf keinen Fall irgendwie ein schlauer Mensch. Ja, die Leute verstehen und Herknusprich. Kann ich mal anders. Wenn ich jetzt so sage, ja, Sie müssen mich verstehen, ja, was Sie sagen. Sie müssen 1% Ihres Vertrauens geben, ja, und 99% werde ich für Sie verdienen. Ich weiß nicht, was dein Ziel eigentlich sein soll, aber du verstehst mich ja nicht mal. Also weiß ich gar nicht, wie du mir überhaupt was verkaufst. Was verstehe ich nicht? Ich verstehe alles, was Sie sagen, ja, ich verstehe Sie und ich verstehe, aber Sie möchten nicht logisch sprechen, ja, Herr Knusprich. Sie möchten... Wie alle anderen Betrüger, die hier auf dieser Leitung anrufen. Da kommt einfach nur Müll und Quatsch bei raus. Wenn du nicht mal im Ansatz den Anstand besitzt, irgendwelche Kunden aussprechen zu lassen. Weil dann kann dir doch gar keiner deine Lügenstory da irgendwie glauben. Schon alleine ich der Blödsinn lebe mit der jetzt Anmeldung. In London, glaubst ja, keine Albanien. Du kannst mir ja nicht mal vorstellen. Albanien, das ist... Du kennst dich mit den Gesetzen nicht aus. So, in Albanien wohnen schwarze Leute. Ja, das muss man wissen. So keine weiße Leute leben in Albanien. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Deswegen, ich bin kein Betrüger. Ich bin ein weißer Mann, ja. Nee, du bist schon ein Betrüger. Aber ich bin ein weißer Mann, ja, aus weißer Land, ja. Dieses Land heißt London, ja, das Land London. Nee, das ist ja, verstehen Sie mich? Was Quatsch? London ist ein Land, ja, es ist ein Land im Land, ja. Großbritannien und London, es ist die Hauptstadt, ja, Hauptstadt, es ist wie ein Land im Land, ja. Aber, Herr Knusch, so Sie müssen mich nicht verstehen, ja. Nee, was möchte ich Sie sagen? Ja, ich wurde in Deutschland geboren, ja, und danach wurde ich in London, ja, London wohne ich viel Zeit, ja. Das ist einfach nicht gelogen. Das stimmt halt nicht, das entspricht einfach nicht den Tatsachen. Ich spreche Deutsch gut. Nee, so, Sie müssen das nicht verstehen. Nicht mal im Ansatz. Nicht das Telefon... Ein bisschen. Okay, nein, okay. Nicht mal ein bisschen. Nicht mal ein bisschen. Ja, nicht mal ein bisschen. Aber wenn Sie das alles sagen, warum verstehe ich Sie? Warum ja, ich Sie... Du verstehst mich ja nicht. Warum nicht? Ich, naja, ich warum kann... antwortest du denn auf nichts? Okay, sagen Sie bitte noch einmal und ich werde Sie Sie sagen ja, was Sie gesagt haben, okay? Mhm, siehst du, nur Blödsinn, was er da erzählt. Der Ersatz ergibt ja nicht mal Sinn. So, Sie sagen nur blöd, Betrüger und Sie möchten mich erklären, dass ich in Albanien geboren bin und ich bin der Albanien und ich meine Albanisch oder etwas so. Ich bin nicht sicher, weil ich kein Albanien bin. Ich bin aus England, ja? Das ist Quatsch. Also ich meine, was Quatsch, also wir können Englisch sprechen, so, Sie werden verstehen, nee, dass ich der Engländer bin, bin. Mm, so, so, we can talk English. So, perhaps you will understand that I am from England. Ist so, kompletter Quatsch. Als ob kompletter Quatsch. Wer soll so, dir das glauben? Ich sehe, dass Sie kein Englisch wissen, ja, aber ich weiß Deutsch. So, das ist doch Quatsch. Du hast doch sogar im englischen Akzent drin. Das ist doch komplett Blödsinn. Wer ja, soll aber dir das natürlich, glauben? Ich habe einen englischen Akzent. Das ist die Wahrheit. So, ja, aber man spricht doch nicht Englisch mit englischem Akzent. Das ist doch komplett bescheuert. Das ergibt doch gar keinen Sinn, was du erzählst. Ja, aber natürlich, man wird in Deutschland kein Englisch sprechen, so deswegen werde ich mit Ihnen Deutsch sprechen. Das ist die Wahrheit und wir müssen unser Dialog weitermachen, ja? Aber, Herr Lorioris, was wichtig ist, ja, das Sie haben Zeit, sich für ein Plattform angemeldet. So, nee. Sie möchten ein passives Einkommen haben. Nee. So, Herr Lorioris, so, ich sehe, dass Sie sich, ja, dass Sie sich Geld verdienen möchten. Nee, stimmt ja nicht. Warum denn nicht? Ja, oh, Herr Lorioris.
Sie müssen verstehen, was ich Sie erklären möchte. Ja, nee, das muss das ich nicht verstehen. Das ist sehr wichtig. Das, was, ja. was du mir erklären willst, ist, dass du die Leute bescheißt, mehr nicht. Was für die Leute? Also, mhm. Sie haben gesagt, dass ich Albanien bin, aber ich bin kein Albanien. Doch. Ich bin Arabien, ja? Das Ach, ist jetzt wichtig. Auf einmal Arabien. Ah, okay, da hast du dich jetzt also selbst verraten mit deiner Lüge. Aber nicht. So, ich heiße Nick Vargo. Genau, das soll dir einer glauben. So, ich heiße Nick Vargo. Ja, das ist schon gelogen. Ich bin aus Hungary. So. Das stimmt. Das glaubt ja auch keiner. So, Sie sagen mich, dass ich bin, ich komme nicht aus Ungarn, ja, so, Sie sagen, dass ich bin aus Albanien oder ich weiß nicht, so, etwas so. Ja, aber auf jeden Fall ich habe gesagt, ich wurde in Deutschland geboren. Nee, das so. Ist Quatsch. Meine Mutter ist Nein. Ungarin, ja, mein Vater ist ein Gläser, ja, ich ja, wurde in Quatsch. Deutschland geboren und das danach wurde ich in England, ja, gefahren und dort in der Schule gegangen und dort gelernt und so an der Uni gegangen. So. Noch nie zur Schule das ist gegangen, die Wahrheit. Dann würdest du die Leute vielleicht auch nicht bescheißen, weil in der Schule lernt man, dass man das nicht macht. So, Sie möchten mich sagen, dass ich kein Deutsche bin, so, ich bin kein Engländer, ich bin so. Wer dann bin ich? Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht Deutsch und nicht Englisch. So, nicht Englisch und nicht Deutsch. Aber warum kann ich Deutsch und Englisch sprechen? Ja, das kann man ja lernen oder ablesen, so wie du es da machst. Ablegen. Ablesen, siehst du? Von ablesen. Deutsch. Und was ablesen? Na, deine Texte da. Dein Quatsch. Mit meinen Texten. Welche Texte? So, welche ja, Texte? Dein Quatsch, so, dein Skript, dein Verkaufsskript. Das klingt so. Ich kann nur sozusagen. Das ist wirklich lustig, ja, das ist wirklich witzig, ja, was Sie sagen, so. Die Hauptsache ist, ja, dass Sie sich für eine Plattform angemeldet haben. Ja, das stimmt ist auch wichtig. Schon nicht. Das stimmt nicht. Okay, das stimmt nicht, aber bei mir steht Ihre alle Daten, ja, persönliche Daten stehen in meinem System, so, deswegen rufe ich Sie an, ja? Nee, das stimmt ja so. Auch nicht. Herr Knusprig, darf ich Sie dann das System erläutern, ja, erläutern, was Sie gemacht haben, ja, das ist wichtig für Sie. Nö, für, eigentlich ist das Sie, nicht wichtig für mich. Für Sie persönlich, nicht für Nö, mich. Für mich ist mich das alles gut, ja, Sie ja, müssen das egal. Verstehen. Nee, ich muss ja, gar nicht verstehen, was du mir erzählst, gar nicht. Herr Knusprig, so, Sie meinen, dass ich bin... Ein Verkäufer, ja, der an Sie angerufen hat, ja, genau, und so etwas ja von Ihnen möchte. Ja, ich bin kein ja. Gläser, kein Deutscher, so, ich bin aus Albanien oder ja. ich weiß nicht. Also, ich habe geschätzt, dass ich ein Arabischer bin, aber das ist, ich weiß nicht. So, Sie haben, Sie denken, dass es vielleicht eine Wahrheit ist. So, aber... Na, was klar ist, ist, dass... Die Hauptsache ist, ja, die Hauptsache ist, so, Herr Loreres, so, die Hauptsache ist, dass Sie sich ein passives Einkommen möchten. Sie möchten für sich selbst... Das wirklich, das klingt so lustig, so witzig. Aber ist so, ja so. Aber, Herr Loreres, so, Sie möchten so das Geld verdienen. Nee, wollte ich nicht. Okay, was möchten Sie? Vielleicht deine, möchten Sie ein Haus Zeit oder ein Auto... Wie bitte? Na, deine Zeit verplempern, das ist doch was Sinnvolles. Aber mein du Gott. Ja ganz alleine deine Zeit verplempern. So, Herr Knusprig. So. Wie ich verstanden habe, Sie haben sich mit Bitcoin gearbeitet. Korrekt? Nee. So, dann haben Sie heute die Chance... Nee, will ich aber eine nicht nehmen, die Chance. Ah, oh, mein Gott. Okay. Was möchte ich Sie sagen? Ja, ich möchte Sie sagen, ja, ich... Nee, ich übersetze mal, was du sagen willst. Du willst 250 Euro ergaunern und dich danach damit aus dem Staub machen. Wie viel Euro? 50 Euro? 250 willst du haben und dann machst du dich danach aus dem Staub. Wahlweise 500 oder 1.000 und dann zahlbar mit Kreditkarte. Ich möchte 10.000 Euro. Ich möchte kein 100 Euro oder... Als ich ob weiß dir einer 10.000 Euro gibt, das glaubst du doch selber nicht.
So lächerlich. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ja, so, ist doof. Okay, okay. Wer soll denn das wir glauben, haben was vielleicht haben wir schon gesprochen. Ja, ich habe mit Ihrem Freund ja im Dorf gesprochen, ja? Bestimmt. Bestimmt, sehr gut. So, dann müssen Sie wissen, wir haben schon 2 Stunden mit Ihnen gesprochen, ja? So, Sie müssen wissen, dass ich Sie aus England anrufe. Das ist eine Lüge. Ja? Nein, das ist gelogen. So. Gelogen. Okay, 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 so. Herr Löhres, ja? Ich verstehe Ihre Besorgnis, ja, über ich dieses keine Thema. Besorgnis. Ich weiß ja, dass du ein Betrüger bist. Sie sehen, Sie haben jetzt die Möglichkeit, nein, das ist wichtig, das richtige Timing zu wählen. So ein Quatsch. Was, was Quatsch? So ein, Sie werden ein passives Einkommen erzielen. Ja, so, es ist denn nicht so, ja, dass Sie Angst vor dem Verlieren nein haben. Das ist ja Quatsch. Wer glaubt dir so ein Blödsinn? Ich verstehe, dass Sie mich nicht glauben, aber Sie haben kein Vertrauen, weil Sie nicht alle Informationen doch haben. Ich habe mehr Informationen als du denkst. Welche Informationen haben Sie? Dass du heute lancieren wir ein Projekt in Zusammenarbeit mit der London Exchange. Ja? So ein so, in dieser Hinsicht ja, wird es ein gutes Programm sein. Ja? So für Sie persönlich, mit dem unsere Kunden Geld verdienen können. Ja, das genau. Da heißt, du meinst ja, die Opfer, ja, nicht Kunden. Opfer. Das, welche Opfer? Die Kunden. Ja, das sind ja nur Opfer. So, Herr Lorenz, Sie sagen solche Dinge, ja, dass ich verstehe, dass Sie kein Geld verdienen möchten. Ja, so, Sie möchten nur, ich weiß nicht, nur scherzen oder ich verstehe Sie nicht, ja, Herr Lorenz. Sie müssen ich, wissen, Sie müssten wissen, ja, dass Sache ist, dass eine Person, die an der Börse, ich habe gesagt, bis 1000 Euro, ja, handelt, ja, so, Sie möchten 1500 Euro, ja, handeln, ja, ich erinnere mich daran, aber wenn Sie mit 1000 Euro handeln werden, ja, Sie werden, allein handeln, ja, wenn Sie nicht mit uns arbeiten werden. Sie werden allein handeln, ja, an der Börse, ich weiß nicht, Sie können auswählen, aber Sie werden kein Programm angeboten sein, ja. Wenn die Teilnehmer zusammenkommen, ich meine, die Kunden, ja, Sie und vielleicht jemand noch, ja, und Ihr Gesamtbetrag 1 Million Dollar übersteigt, so, das ist bestimmt, so, Sie werden verschiedene Bedingungen und Programme angeboten, ja? Deshalb möchte ich auch, dass Sie daran teilhaben können, ja? Und Ihren Anteil an den Chancen bekommen, ja? Wenn Sie sich entschließen, ja, die Bedingungen für Ihr Einkommen zu ändern, habe ich großen Respekt vor Ihrer Entscheidung, ja? Und mein Wunsch ist es, Sie bei dieser edlen Sache so gut wie möglich zu unterstützen. Hast du dir den Quatsch eigentlich schon mal selber angehört? Mein Gott, warum Quatsch? Warum Quatsch? Es ist die edlen Sachen, ja? Das ist die edlen Sache und Sie werden Geld verdienen. Das ist Quatsch, da verdient keiner bei euch Geld, außer ihr selber. Ich? Nein. So, Sie... Da verdient keiner bei euch Geld, ihr bescheißt doch nur die Leute. Mein Gott, ich bekomme kein Prozent von Ihrem Geld oder von was Sie... Das ist auch Quatsch. Natürlich kriegst du davon was ab. Quatsch. Wirklich doch. Quatsch. Doch. Wirklich Quatsch. So, ja, ja wir traurig, verdienen vom Nettogewinn. Unsere ja, Firma ja verdient vom Nettogewinn. So zum das Beispiel... Erzählt man zum Beispiel, wem das ist doch Blödsinn. Wir das ist doch Blödsinn. Das ist doch einfach nicht wahr. Das ist doch einfach nur gequälte Scheiße. Herr Knusprig. Wo haben Sie das gelesen? So, wer hat das alles für Sie erzählt, solche Blödsinn, ich weiß ja nicht. Ja, du erzählst ja den gleichen Blödsinn wie alle anderen 1000 Betrüger, die hier jeden Tag anrufen. Welche Betrüger? Welche Tausende? Ja, ich verstehe, ja. So, die Leute, die Sie angerufen haben, ja, da sind genau die gleichen Leute wie du. Aber genau nee. Genau das gleiche wie bei dir. Wer hat, so, Herr Knusprig, Sie müssen wissen, ja, dass Ihre Daten sind jetzt im öffentlichen Bereich, deswegen werden Sie 100-mal, 1000-mal angerufen. Ja, und so, das zeigt ja schon, dass das illegal ist. Das ist die Wahrheit. Ja, und das zeigt das ja, dass die Wahrheit illegal ist. Aber was illegal? Ja, so, ich weiß nicht.
Welche Anrufe? Ja, So, diese Anrufe, sie haben sich für sich selbst gemacht, ja? Sie haben ihre Daten im öffentlichen Bereich hingestellt, ja? Und man wurde sie angerufen, ja? Hier ist ja trotzdem nicht erlaubt, weil es Double Opt-in ist. Wir können für Sie eine Sache tun. Eine sehr wichtige Sache für Sie. Ja, so, mein Geld klauen, und mehr ist es ja nicht. Ach, ich habe großes Verständnis für Ihre heutige Situation, ja? So ein Quatsch. Und wünsche Sie helfen, ja? Warum Quatsch? So, ja, weil du lauter Blödsinn erzählst. Der 25 Minuten nur gequälter Müll. Da ist doch nichts von echt. Müll. Okay. Ja. Okay. Und was ist kein Müll ist? Sagen Sie mir bitte. Was ist kein Müll? Das, was du da erzählst, ist Müll. Okay. So. Herr Knusprich, ja? Knusprich. Ja. Ich verstehe Ihre Situation. Ja, ich verstehe, dass Sie schon, ich weiß nicht, 10-mal, 1000-mal, ja, angerufen sind, ja, und, was kann ich Sie sagen, ja? Wir können Ihre persönlichen Daten schützen. Können ja, nicht. Und, das ist ja schon wieder Quatsch. Das ist ja schon um wieder Ihre Blödsinn. Persönlichen Daten zu schützen, müssen Sie Kunde bei uns sein, ja? Ja, wir sind ein Quatsch. Investmentbank, ja? Ja, das seid ihr auch. Und damit auch das unser Sicherheitssystem für Ihre Sicherheit sorgen kann, ja, hierfür ist eine Mindesteinlage von 1.000 Euro, ja, erforderlich. So, also alles, und Ihre Daten werden da aus dem öffentlichen Bereich entfernt. Das ist doch alles Bullshit. Wer soll denn dir das glauben? Das ist doch alles Blödsinn. Okay, warum glauben Sie so? Ja, warum weil es so ist, das hat nichts mit Glauben zu tun, das ist einfach Wissen und ein Fakt. Hör dir doch selber mal zu, das ist doch nur albern. Mein Freund, ja, so, Sie sagen, dass das alles ist Blödsinn, alles ist die Quatsch, alles ist richtig. Unwahrheit. Was du erzählst, ist alles ja. Quatsch. Aber sehen Sie, wie ich verstanden habe, Sie haben Ihre Daten auf der Plattform hinterlassen, ja? Nee. Also, waren Sie an der Möglichkeit interessiert, Geld zu verdienen? Nee. Es ist die Hauptsache, ja? Nee. Ohne Ihren Tagesjob zu unterbrechen, ja? So wir arbeiten offiziell mit New York Börse, London Börse zusammen, so, Singapur Börse. Nein. So, doch. Mit uns können Sie nicht Blödsinn. Nur Geld verdienen, Blödsinn. Sondern auch Wissen über den Markt und ja. Unseren Experten erhalten. So ein ja? Quatsch, eure angeblichen Experten, die selber nichts können. So, Sie haben mit unseren Experten noch nie gesprochen, ja? Und Sie sagen jetzt, dass ja, es ich auch nicht. Alles Wenn ich Quatsch ist. Wird's mir doch schon schlecht genug. So, okay, so. Ich verstehe, dass Sie mir nicht glauben, ich verstehe das alles, ja, ich verstehe, dass vielleicht jemand Sie 10-mal angerufen hat und etwas Sie erzählt, erklärt und verschiedene Quatsch gesagt, ja, und deswegen haben Sie keine Interesse, ja, aber Sie müssen verstehen, dass das unser Unternehmen nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen für Ach, neue Kunden so ein eröffnet. Quatsch. Ja. Jede Firma, die Geld verdienen will, hat keine begrenzten Plätze. So ein Blödsinn. Also sag mal, glaubst du die Scheiße, die du da erzählst? Das ergibt doch nicht mal ein bisschen Sinn. Nicht mal, wenn man es Sinn ja, ergibt. Hören Sie. Die Sache ist die, dass Sie mir nicht ganz trauen. Ja? Wir unterhalten uns jetzt seit 3 Stunden und ich verstehe Ihre Zweifel, ja? Aber sehen Sie, wenn Sie mir 1% Ihres Vertrauens schenken, garantiere ich Ihnen 1% zu viel. Ja, das ist viel aber zu viel. Ich sage Sie, dass ich 99% verdienen werde, ja? Ja, wenn das meine ist Kunden. Das ist alles Blödsinn. Das ist alles nur geschwafelte Scheiße. Das meine Kunden voll. Am Ende, hören Sie zu, ja? Meine Kunden am Ende des Monats Rechnungen mit ihren Einnahmen erhalten, ein ja, Blödsinn. Sind sie mit dem Ergebnis sehr zufrieden, das ja. Das glaubt ja doch keine Sau. Was glauben Sie? Ich kann Sie die Checks schicken, ja? Mm, so, das Sie ist werden alles die Checks Blödsinn. Sehen. Ja, das Was kann alles Blödsinn? Schön faken, aber das ist Blödsinn. Okay, ja. Okay, das kann man Blödsinn sein, aber Sie können das probieren, ja? Sie haben Quatsch. Gesagt, dass Sie... Das ist doch nur Blödsinn. Dass sie... Das ist doch nichts. Okay. Nichts, okay, ich mache für Sie die persönliche Bedienungen. Ja, Sie können mit 200 Euro beginnen, ja. Ja. Und es werden nur persönliche Bedienungen sein. Ja, Sie werden ein Programm sehen, Sie werden das Geld verdienen, ja.
60 Euro. Ja, 60 Euro werden Sie im Monat verdienen. Aber Sie können in demselben Programm nicht weitermachen, ja? Ich meine, so Sie können in demselben Programm, ja, für Sie jetzt, für Sie machen werde, ja? So, Sie können das nicht weiterführen, ja? Aber Sie werden das Ergebnis sehen, Sie werden das Geld bekommen und Sie können das natürlich auszahlen, ja? Ihr Geld und Nettogewinn. Auszahlen war ja lustig. So, Sie werden... Du glaubst doch nicht wirklich, dass irgendjemand bei dir Geld auszahlen kann. Das glaubst du doch nicht im Ernst. Aber natürlich, wir sind eine Investmentbank und wir haben eine Reputation. Ja, und natürlich, das ist unsere Sicherheit. Ja, internationale Sicherheit. Das hast du aber schön gelogen. Das glaubt dir doch kein Mensch. Sagen Sie bitte Ihre Gründe, ja, warum Sie... So, Sie sind sehr emotionell, ja, ich verstehe Ihre Situation, ja, ich verstehe, dass Sie ein emotioneller Mann sind und das ist die Wahrheit, es ist auch gut, es ist wirklich toll, aber Sie müssen verstehen, ja, dass Sie noch nicht die Gründe Ihrer emotioneller, sozusagen, Untrauen, ja, gesagt haben. Ja, warum vertrauen Sie mich nicht? Ja, weil du Betrüger bist. Sagen Sie bitte Ihre Gründe. Ja, weil du ein Betrüger bist. Okay, ich bin ein Betrüger. Genau. Sagen Sie, warum glauben Sie so? Ja, schon erstens der Akzent, dann die gelogene Geschichte mit der Herkunft und das gleiche Skript wie alle anderen Betrüger auch vorlesen. Exakt das gleiche Skript. Okay, so, ich habe einen Akzent, ja? Mhm. Aber wie gesagt habe, meine Mutter kommt aus Ungarn, ja? Das spielt ja keine Rolle, es ist trotzdem automatisch sofort unseriös. Okay, weil so. Keine anständige Bank würde jemanden anrufen lassen. Ich lebte in England. So, Herr. Ja, das ist ja auch alles Quatsch. Das ist alles gelogen. Herr Knusprich, ich lebte in England. Quatsch. Und ich lebe in London. Blödsinn. So, mein Akzent ist englischer Akzent, ja? So, das alles, ist was Sie. Kein englischer Akzent. Das ist Quatsch. Und welcher Akzent ist das? Ja, sag ich doch vielleicht Albanien oder so in die Richtung. Albanien. Und wo ist Albanien? Musst du Google aufmachen, wenn du nicht weißt, wo Albanien liegt. Natürlich weiß ich dieses Land nicht. Das ist Albanien. Ich habe mit niemandem aus Albanien gesprochen. So, sie haben gesagt, Albanien. So, und wo ist das? Naja, machst du Google auf und dann wirst du es finden. So, es ist nicht so wichtig. Ich bin an der Arbeit und ich kann das in meiner Arbeitszeit nicht tun. Ja, Google aufmachen, Albanien sehen oder was noch sehen. Ich bin nicht sicher. Aber, Herr Knusprich, was wichtig ist, ja, wie gesagt... Dass du ein Betrüger bist. Welcher Betrüger? So, warum? So, ein schlechter. Schlechter Betrüger. So, es gibt gute Betrüger und schlechte Betrüger, ja? Und du bist ein ganz schlechter. Okay, ich bin ein schlechter Betrüger und warum? Okay, und gute Betrüger, was sagen Sie gute Betrüger? Ich muss das wissen, weil ich. Ja, bei einem guten Betrüger würde der Betrug nicht auffallen, aber dadurch, dass du das gleiche Skript wie alle anderen vorliest, ist es ja irgendwann langweilig, oder nicht? So. So, und Sie werden gute Betrüger das Geld geben. Okay, ich habe Sie verstanden. Das gute Betrüger nehmen das Geld von Ihnen, ja? Okay, und schlechte Betrüger nehmen kein Geld von Ihnen. Nee, von mir bekommt gar kein Betrüger Geld. So. Sie glauben, es gibt zwei Kategorien der Betrüger. Schlechte und gute Betrüger. Okay. So, ja, in meiner... und dumme. Ja, und die Kategorie schlecht und dumm passt auf dich. Einen Moment. So, okay. Jetzt gibt's hier einen Mensch, der auch Deutsch weiß. So, er wird mit Ihnen sprechen, aber er ist ein echter Deutscher. So, er wohnt in Deutschland, so, er lebt in Deutschland und er ist noch eine Woche bei uns und er wird später wieder in Deutschland fahren. So, ja, da bin ich ja mal gespannt. Wenn Sie glauben, dass ich kein Deutscher bin, so, Sie können mit der Deutsche sprechen.
Okay. Guten Tag, hallo, hören Sie mich? Ja. Guten Tag, ja, also wie viel Stelle rede ich jetzt mit Lori Oris? Ja, Lori Oris. Nee, Herr Knusprig, Knusprig. Sagen Sie bitte, habe ich Ihren Vornamen richtig genannt? Lori Oris? Ja, das spielt eh keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob ich das richtig genannt habe. Okay, habe verstanden. Gut. Mhm. So, mein Kollege, also Herr Wager, hat mir mitgeteilt, dass Sie die eigentliche Frage haben, wie ich verstehe, ja? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist ja alles schon klar. Eigentlich ist alles schon klar, ja? Ja, er hat jetzt erklärt, dass ihr da eine Betrügerfirma seid und die Leute abzockt und bescheißt. Aha. Oh, okay. Und sagen Sie bitte, auf welchem Grund Sie haben diese Entscheidung getroffen? Ich habe aber keine Entscheidung getroffen. Dann wieso denken Sie, dass wir so? Wieso nennen Sie uns wie ein Betrüger? Haben Sie mit uns gearbeitet? Ihr seid Betrüger. es ist sehr komisch von Ihnen zu hören, ja, diese Information, ja. Weil normalerweise, so, wenn Sie möchten, mit uns eben dieser Weg weiterzuarbeiten, ja, so, und sagen, dass wir sind die Betrüger, dann sagen Sie bitte, wo haben Sie diese Information gelesen? Welche Information? Ja, ich weiß nicht, ja, so, ich kann Ihnen verbinden mit so vielen unserer Kunden, ja, so, welche hat schon mit uns das so viel ist ja Zeit gearbeitet. Quatsch, Demenzbetrug, okay, ich hab verstanden, ja. Und sagen Sie bitte dann, wieso Sie haben angemeldet, wenn Sie... Genau, um eure denken, Zeit zu verplempern. Dass Sie alle Leute in dieser Sphäre sind Betrüger, wieso Sie haben angemeldet? Na, um eure Zeit zu verplempern. Und 35 Minuten, 36 Minuten haben wir ja schon verschwendet. In der Zeit konntet ihr niemanden bescheißen, zumindest ein Mitarbeiter weniger. Also hat euer Callcenter verletzt. Denken Sie, dass es funktioniert in diesem Weg, wenn wir Betrüger sind? Ja, das funktioniert. Da kann man euch zumindest so ein bisschen das Handwerk legen, dass wenigstens ein Mitarbeiter belegt ist. Okay, habe ich verstanden. Ja, so, es tut mir sehr leid, dass Sie haben diese Entscheidung getroffen, dass wir ist sind ja die... Ist ja keine Entscheidung, ist ja Wissen. So, Sie haben die Entscheidung getroffen, uns wie ein Betrüger zu nennen. Ja, ihr seid ja Betrüger. So, es ist Ihre Meinung. Das nennt man Gewerbsmäßigen Betrug, was du da machst. Es ist Ihre Meinung. Und ich möchte über das nicht diskutieren. Verstehen Sie, ich möchte nicht mit Ihnen über das diskutieren, weil Sie können das nicht mehr Informationen mehr geben über das, ja. Auf diesem Grund, so, das ist genug für mich. Ja. Und schönen Tag Ihnen. Ja, dann trage ich mich noch. Guten Tag. Hallo? Ja. Rechtswunderschönen Tag, Wagner ist mein Name. Und zwar den Herrn Bernd hätte ich den Schwammel Dröger. Was? Bernd Dröger hätte ich den Schwammel. Was? Ich hab's nicht verstanden. Bernd, und zwar Wagner ist mein Name. Und zwar wissen Sie, warum ich Sie anrufe. Es gibt wegen den 22.06. um 16.01 Uhr, haben Sie für den Gutschein mitgemacht. Was denn für ein Gutschein? Für den Supermarktgutschein. Ach so. So, die Teilnahme ist angekommen. Die Teilnahme hat sich gelohnt, ja. Sie haben eine Gutscheinkarte von 599 Euro haben sich gesichert. Herzlichen Glückwunsch, gell? Aha. So, und das ist auch nicht alles. Sie sind heute in 2 Monaten bei der großen Jahresverlosung mit dabei, ja. Wir haben da 10 Finalisten und 10 Preise. Das heißt natürlich, wenn Sie von 1 bis 5 erreichen, gibt es eine Barauszahlung, ja. Das sind die Gutscheine von Lidl, Aldi, Netto, Amazon, H&M, Mediamarkt und Saturn, bei Kaufland, Edeka, bei Traumreise. Ja? Das sind die Plätze von 6 bis 10, das sind die Trostpreise. Und die Bargeldgewinne sind von 1 bis 5, sind die Bargeldgewinne. Das sind 12 und 10 und 8 und 5 und 2500. Ja? Und es gibt nur 10 Finalisten. Und wenn Sie von 1 bis 5 erreichen, gibt es eine Bauauszahlung. Wenn nicht, gibt es die Gutscheine. Und ich wünsche Ihnen bei der Verlosung viel Glück und viel Erfolg. Ja? So, und 10 Werktagen bekommen Sie den schriftlichen Begrüßungsschreiben, den ersten Gutschein, ja. Und können Sie sofort schon loslegen, ja. Ist ja ein Geschenk von Ihrem Sponsor. Und die zweite Post bekommen Sie innerhalb in 6 bis 8 Wochen mit Ihrem Gutschein, ja. Und die zweite Post bekommen Sie innerhalb in 6 bis 8 Wochen, ja. Aha. So, und die Bargeldgewinne werden natürlich innerhalb von 24 Stunden, innerhalb 3 Werktagen nach der Finalziehung auf Ihre eigene IBAN überwiesen, ja. Und die Sachpreise kommen an Ihr Anschrift raus, ja. Und in 7 bis 10 Werktagen bekommen Sie einen ersten Gutschein, können Sie sofort schon loslegen, ja. Und zwar nach Berlin geht es los, Ostpreis 12055, ja, im Brüscher Weg 77. Mhm. So,
wo Sie sind geboren am 17.07. einmal das Geburtsjahr? 92. Das ist korrekt, ja. So, die Bargeldgewinne werden natürlich innerhalb von 24 Stunden, innerhalb drei Werktagen nach der Finalziehung bewiesen. So, da bräuchte ich noch einmal für die Gutschrift für Ihre Bargeldgewinne einmal die veröffentlichte DE-Nummer noch. Da muss ich dann mal gucken, Moment. Nur die Kontonummer, ja? Nur die DE-Nummer. Guck ich mal. So, das ist dann die DE. Ja. 43. Ja. 100. 100, ja. 5. Ja. 00000. Also 4 mal die 0, ja. Nee, 5 mal. Ja. 92. Ja. 001 8963. So, dann bedanke ich mich recht herzlich für Vertrauen, ja. Mein Name ist Wagner. Ich melde mich von der Qualitätsmedia aus Hamburg, ja. Und Sie bekommen erst einmal einen 7 bis 10 Werktag im Gutschein, ja, mit Ihrem Sponsor. Die zweite Post bekommen Sie innerhalb in 6 bis 8 Wochen und die Verlosung können Sie um 18.30 Uhr live anschauen, ja. Die ganzen Kosten, das Preisausschreiben ist total kostenlos, wird von den Sponsoring finanziert, ja. Und ist egal, welchen Bargewinn Sie erzielen, von 12 bis zu 25.000 Euro kriegen Sie steuerfrei ausgezahlt, ja. Und der Sponsor übernimmt alles, ja. Wir machen mit dem Sponsor ein Jahr Werbung und sparen damit Werbekosten, ja. Und somit werden diese ganzen Hauptpreise, die Gewinne, werden von dem Sponsor, wird das finanziert, ja. Aber den Sponsor bekommen nur die Kandidaten zum Einsatz, die schon in 599 Euro gesichert haben, ja. Und in 7 bis 10 Werktagen bekommen sie erst einen Geschenkgutschein, ja, mit der Zeitung. Und die Zeitung muss man nur für ein Jahr zweimal einen Beitrag bezahlen. Das ist Bescheid. Also muss ich das Gewinnspiel doch bezahlen? Nein, das Preisausschreiben ist kostenlos. Ihre Gewinne, was sie erzielt haben, was sie noch erzielen können, wird von der Zeitung finanziert. Ja, aber ich will keine Zeitung. Die Zeitung bekommen Sie ja, weil Sie ja die 599 schon gesichert haben. Sie wurden ja ausgewählt am 22.06. Ja, aber wenn ich ja was bezahlen muss, das will ich nicht. Sie zahlen die Zeitung nicht heute oder morgen. Sie zahlen auch nicht die Zeitung, dass Sie die Möglichkeit zu gewinnen können, sondern weil Sie ja schon gewonnen haben. Weil ich gewonnen habe, muss ich eine Zeitung bezahlen. Die Zeitung bekommen Sie, weil auf Ihren Namen ein Gutschein zusteht, ja. Ja, aber das hat ja dann nichts mehr mit Sponsor zu tun. Das wird ja von den Sponsoren von der Zeitung, wird ja das finanziert. Haben Sie die AGBs nicht durchgelesen? In den AGBs steht sowas nicht drin. Natürlich. Nee. Also, soll ich sagen nein oder soll ich sagen nein? Da werde ich so anlügen. Ja, Sie lügen doch jetzt. Ich brauche Sie nicht anlügen, habe ich nicht notwendig. Na doch, scheinbar ja schon. Sie wollen ja... Wenn ich Sie anlügen würde, da würde ich schon lange davon ausgehen. Sie wollen mir was verkaufen, das ist ja Quatsch. Ich bin doch kein Verkäufer, wollen Sie mir was vorwerfen? Sie sind Verkäufer und Betrüger und Krimineller. Sie sind persönlich kriminell. Das ist bandenmäßiger Betrug, was Sie da machen. Die Zeitung muss für ein Jahr... Das ist bandenmäßiger Betrug, was Sie da machen. Meister, ich möchte mit Ihnen nicht mehr diskutieren. Ich lege jetzt auf und... Sie sind Betrüger. Auf Wiedersehen. Abstauben. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, Betrüger. Das war's schon. Die Kakerlakenparty ist zu Ende. Aber nicht traurig sein. Hier siehst du noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen, vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Wenn du magst, gib dem Video gerne noch einen Daumen nach oben und ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht für den Kanal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.